Tadala. Da bin ich wieder. Guten Tag. Mein Lieblingsspruch, wenn bei Lance Good Burger Pause ist, so eine Patrouille durch Twitch lässt einen wirklich darauf hoffen, dass der Poloni wiederkommt. Da bin ich schon wieder. Keine Sorge. Alles ist wieder gut jetzt. Okay. Ich habe einen Skillpunkt. Was war das hier gleich nochmal? Maximale Gesundheit erhöht. Nee, dann nehme ich lieber mehr Nahkampfschaden. So machen wir es. Ah, ich bin auch gerade wieder gekommen, Chris Game. Was für ein Zufall. Was hast du verpasst? Wir haben sehr viele Leute erschossen und verhauen. Ich glaube, mehr kann man bei Borderlands kaum sagen. Wir haben Claptrap gerettet und sind auf dem Weg nach Sanctuary. Sanctuary ist für euch gesperrt. Ihr Bloodshots könnt in eurem Loch bleiben. Ich seh dich! Super. Warum lauft ihr Jungs nicht zurück in euer Camp? Oh, gute Idee. Ich glaube, wir drehen um und verziehen uns in unser. Pandora ist gewalttätig und gefährlich. Sanctuary ist kaum besser. Du brauchst einen Wagen, um das Stadttor zu erreichen. Geh zum Catcher-Ride. Okay. Catcher-Ride. Ich mag die Autos in Borderlands. Das waren mir schon immer. Die liebsten Passagen waren mir das schon immer. Au! Das war ein Kinnhaken. Was haben wir denn hier? Ein Skin für ein Auto. Ah, okay. Dunkle Wärme. Lernen wir gleich mal. Was spielst du eigentlich? Klingt nach Krieg. Ja, genau. Alt Psycho. Dieser Automat wird digital ein Fahrzeug für. Also, damit das verflucht. Klar ist. Oh, ja, sorry. Die meisten verflucht. Meiner Waren wurden. Ein Mann namens Scooter kontrolliert diese Catcher-Ride-Automaten. Er hat vielleicht ein paar Chromosomen zu wenig, aber mit Autos kennt er sich aus. Er hat diese Station gesperrt, damit Banditen sie nicht benutzen können. Aber ich registriere einen inaktiven Hyperion-Bot im Camp der Bloodshots. Wenn du seinen Interface-Adapter an das Catcher-Ride anschließen kannst, hacke ich die Station und besorge dir ein Gefährt. Okay. Machen wir. Das wird richtig hässlich. Ich hab dir ja gesagt, dass es so kommt. Zeit für Kopfbund. Schade. Ja, das ist so ein schön Run. Au. Komm her und rieche mein Fleisch. Mist, wo Gegner? Mist, wo Gegner? Bin auf Medikits gestoßen. Komm her. Komm doch her. Halt durch. Okay, oder so. Oh, uncool. Ah, Mist. Wütend! Ich bin wütend! Okay, dann machen wir es andersrum. Du stirbst nicht heute. Du stirbst jeden Tag. Danke. Ist da. Okay, irgendwo hier ist der Hyperion Adapter. Da ist er. Schließ den Adapter an das Catcher-Ride an. Dann besorge ich dir ein Gratisfahrzeug. Ein Gratisfahrzeug, na dann. Stimmt, ich habe mich schon immer gefragt, warum die Fahrzeuge eigentlich kostenlos sind und nichts kosten. Wahrscheinlich, weil die gehackt sind. Aber wie war das dann im ersten Teil? Da waren die auch schon kostenlos. Egal. Ups. Phasenverschiebung wird ausgeführt.
Ah, du hast recht. Fire Emblem Streams fehlen noch. Da sind Warte ein paar kurz, noch nicht veröffentlicht. Ich hacke das Catcher-Ride. Du hast recht. Aber ich habe hoffentlich, glaube ich, alle zumindest gespeichert. User akzeptiert. Gute Fahrt. Es liegt ein Pimento-Taco, ein Pimentaco im Handschuhfach. Cool. Fordere noch ein Fahrzeug an. Gib deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten. Hallo, Struppinator. Borderlands 2 spielen wir gerade. Auf der Nintendo Switch. Ein echter Charmeur. Du solltest dir jetzt an jeder Catch-a-Ride-Station ein Fahrzeug besorgen können. Ich bin irgendwo im anderen Auto, Jetzt nimm dir eins und spring über die Schlucht. Willst du... So, also ich meine... Fährst du mit deinem eigenen Auto oder kommst du bei mir mit? Dann musst du den Sitz wechseln. Okay. Dann los. Sehr gut. Jetzt auf nach Sanctuary. Finde Roland. Er will den Kammerjäger kennenlernen, der Handsome Jack die Stirn geboten und überlebt hat. In Teil 1 ist Guter so dankbar, dass wir seine Station repariert haben. Ah, ich verstehe. Deswegen kriegen wir die umsonst im ersten. Beneide ich euch, Banditen. Ihr seid so frei von Dingen wie Intelligenz, Moral, Kultur, Ehre, Ehrgeiz, gutem Aussehen. Ich könnte noch weitermachen. Ich tu's nicht. Aber ich könnte. Würde! Fast hätte ich Würde vergessen! Ganz ruhig, Arschgaul. Ganz ruhig. Ja, Arschgaul. Ich glaube, wir müssen da hoch irgendwo. Ob wir dahin müssen, wo der riesige Pfeil mit Sanctuary drauf hinzeigt? Möglich. Ich hasse die Autos. Ich hol dich ab. Ich komm schon. Ich finde die Autos eigentlich echt cool. So, dann steig einfach bei mir ein und übernimm den Raketenwerfer. Okay. Jetzt steht der da schon wieder. Wie oft soll ich dich noch überfahren? Oh, ich glaube, ich habe versehentlich eingeparkt. Na komm. Ja, jetzt kann ich nämlich nur drehen. Eigentlich sollte die Funktion nämlich nur sein, dass man Autos, die auf dem Rücken liegen, wieder umdreht. Ja, wer braucht jetzt noch Autos? Fetzen, fetzen, fetzen! Töten, töten, töten! Ja! Hm? Gegner? Wo bist du? Okay. Ihr kommt niemals nach Sanctuary rein, ihr Skecklecker! Oh, Moment. Ein Kammerjäger? Augenblick. Roland will mit dir reden. Ich werde ihn per Echo rufen. Ah, du bist also derjenige, von dem man so viel im Äther hört. Ich bin Roland. Früher war ich ein Kammerjäger wie du, bis ich die Crimson Raiders gründete. Wir plaudern weiter, wenn ich wieder in Sanctuary bin, aber jetzt brauche ich deine Hilfe. Meine Männer erzählen mir, dass Corporal Reese nicht mit dem Energiekern, den wir brauchen, um die Schilde der Stadt aufrechtzuerhalten, zurückgekehrt ist. Bring Reese nach Sanctuary, dann bist du einer der Raiders. Roland hat dich kontaktiert? Gut. Hör auf das, was er sagt. Er kann uns helfen, Jack zu besiegen.
Ah, das ist ja cool. Ich hasse die Hitze. Ich muss um 2:30 hoch für die Arbeit und kann nicht pennen. Es ist wirklich schlimm. Ich hasse das auch. Bei uns geht's jetzt eigentlich noch, aber die letzten 2-3 Sommer waren für mich wirklich die Hölle, weil ich sowieso wirklich sehr hitzeanfällig bin. Das Gute ist, ich friere quasi nie im Grunde. Ich kenne das Gefühl des Frierens nicht. Nee, das stimmt nicht, aber ich friere wirklich nie. Da kann es noch so kalt sein. Aber wenn es heiß wird, dann beginnen für mich Höllenqualen. Und ich kann dann auch nicht schlafen. Und dann liege ich im Bett und wälze mich rum und alles ist klebrig und es ist widerlich und furchtbar. Ich hasse den Sommer. Frühling und Herbst sind meine Jahreszeiten. Aber Sommer ist die Hölle. Und Winter finde ich auch gut. Bibi ist ein Heizwerk, schreibt die Merlin. Genau, das stimmt. Wann lädst du die Fire Emblem Parts hoch? Ich werde heute noch ganz viel The Last of Us 2 aufnehmen müssen. Und ich will ein Last of Us 2 Special machen. Aber ich werde Fire Emblem dann wahrscheinlich... Wie mache ich denn das am besten? Na, die nächsten... Sagen wir einfach, die nächsten Wochen wird das alles nachkommen wahrscheinlich. Ich werde da die ganzen Streams einfach mal freischalten von Fire Emblem. So machen wir das. Da kommen quasi statt irgendwelche Let's Play-Folgen einfach mal ganze... Ich wollte Streams. Euch sagen, dass und ihr dann haben wir die bald. Erdbeben nicht die hübschen Köpfchen zerbrechen braucht. Mit jeder Erschütterung kommen meine Bohrer der Kammer näher. Und das heißt Freiheit, Ordnung und Sicherheit für uns alle. Außer für euch Arschgesichter in Sanctuary. Okay, wir sind hier. Der hat uns hier echt blöd reingepuncht, der Affe. Das ist echt doof. Also geht schon. Ja, wir haben es geschafft. Du kannst mich nicht stoppen. Hey, steige auf! So, und wieder eine Bullymonger-Population ausgelöscht. Sehr gut. Ich glaube, wir sind nicht sehr gut für das Ökosystem auf dem Planeten. Ah, das müssen wir aufheben. Okay, warte, ich hol's schnell. Ich habe dem Blattschatz den Energiekern abgejagt und die Brücke gesprengt. Aber ich bin getroffen. Ich häng sie in den Mellowfields ab. Ah! Reese steckt in Schwierigkeiten? Mist, wir sind ohnehin schon dünn gestreut. Finde ihn, Soldat. Guck, manchmal bei so Quests ist es halt komisch. Woher wissen wir jetzt, wo er ist eigentlich? Gibt es dafür irgendeinen Sinn? Gibt es da irgendeine Begründung, warum wir jetzt genau wissen, wo der ist? Habe ich was nicht mitgekriegt? Oder, naja. Aber so ist das in Videospielen halt. Mein Gott, die Zielgenauigkeit von dem Ding ist toll. Okay. Wir müssen leider zu Fuß weiter, befürchte ich. Verdammte Blattschatz, es sind zu viele. Wenn mich jemand hört, ich brauche Hilfe. Nicht du bist Skag, wenn ich die Lunge zwischen den Rippen rausziehe. Oh, ein badass Bullymong. Ist tot. Oh, nicht gut. Okay. Mittlerweile macht mir das echt Spaß mit dem Nahkampf. Am Anfang war ich skeptisch, ob das so cool ist.
Aber man kann da schon ziemlich cool berserken mit der, mit dem Angriff. Mit der Fähigkeit. Komm her, Jäger. Hätte gar nicht gedacht, dass ich so viel Action hier bin. Einer dieser Psychos ist mit dem Energiekern abgehauen. Ohne ihn ist Sanctuary wehrlos. Bring den Energiekern nach Sanctuary. Ich werde es machen. Bist Viecher. Weckt mich. Orogan raus! Ja, Autogun, mach du das. Das ist eine gute Idee. Er war einer der ersten, die ich für die Raiders rekrutierte. Und er war ein guter Kerl. Hol mir den Energiekern. Und wenn du schon dabei bist, leg noch ein paar Banditen um für Reese. Die macht das gut. Er hat so gewollt. Die Autogun macht das ziemlich gut mit dem Rack. Das ist cool. Manchmal kann dein Echo-Gerät nicht die exakte Position von etwas finden, das du suchst. Durchsuch das Gebiet, das mit dem großen grünen Kreis auf deiner Minikarte markiert ist. Dein Ziel befindet sich irgendwo in diesem Gebiet. Okay. Let's go! Hey, ich habe mir jetzt mal den Lego Mario angeguckt. Ich wusste ja, dass das Lego Mario ein Ding ist. Dass Lego und Mario jetzt einen Deal gemacht hat. Ich habe mir immer gedacht, dieser Lego Mario sieht echt hässlich aus. Und ich finde den immer noch hässlich. Aber was ich nicht wusste ist, manche Lego-Steine an diesem Mario, nämlich der Mund und die Augen, sind anscheinend LCD-Bildschirme. Und der kann seinen Gesichtsausdruck verändern, je nachdem, mit was er gerade interagiert. Das finde ich irgendwie ziemlich cool. Also ich finde immer noch, dass der hässlich aussieht, aber dass man quasi jetzt LCD-Lego-Bildschirme auf seinen Figuren hat, ist irgendwie schon ziemlich cool. An diesem Zaun ist kein Zaun dran. Jetzt komm her. So. Öffne deine Adern. Wo sind die denn? Da sind sie. Mist. Ungünstig. Mein Fleisch ist unsterblich. Ich hab dir gesagt, lass mich in Ruhe. Der Teil gefällt mir! Der Teil, wenn er stirbt, gefällt ihm, ne dann? Das ist der Energiekern. Sehr gut. Jack wird Sanctuary zumindest heute nicht zerstören. Geh jetzt zurück zur Stadt. Wir treffen uns dort. Willkommen bei den Crimson Raiders. Oh. Ah, Mist! Ich werde angegriffen. Ich werde... Durchgeknallter Marodeur! Bleib doch mal hier, Mensch! Komm doch mal her, Mensch! Lauf doch nicht weg von mir. Ich brauch dich. Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt komm her. Oh, bist du nervig, ey. Wuselt hier rum wie so ein Wiesel. Wie so ein Wiesel an so einem Ball. Kennt ihr die? So ein Büroball-Rollwiesel. Ich hasse den. Okay. Haben wir schon gefunden, oder wie? Irgendwie ist der Kreis hier noch. Vielleicht im oberen Stockwerk. Schau mal hoch. Au! Schon wieder eine Pistolen-Lootbox. Ich hab keine Zeit für den Scheiß. Du bist stärker! Der Widerstand hat heute einen guten Mann verloren. Aber ich bin sicher, Reese hätte sich gefreut, wie schnell du diese Bloodshots ausgeknipst hast. Achso. Ich finde keine Gegner. Oh Mann, ey. Dann halt nicht. Auch wurscht.
Geige auf! Was ich? Nee, ich hab dich nicht getötet. Ich wüsste nicht wie. Ich war gerade im Berserker-Modus, im Nahkampfmodus. Ich hab gar keine Sprengwaffen mehr. Also ich benutze eigentlich nur meine Schrotflinte. Insofern kann ich dich schon seit sehr langer Zeit nicht mehr getötet haben. Oh, das ging jetzt aber schnell. Dies ist eine Botschaft an Sanctuary, der letzten Passion des Widerstands. Hä? Wo bin ich denn gespawnt? Kanntet, das Chaos, die Banditen, gibt es nicht mehr. Wenn ihr es zulasst, wird dies eine Ära der Ordnung sein, des Friedens. Ergebt euch einfach und ich verspreche euch, euer Tod wird schnell sein. Sonst irgendwo. Hat dir meine Rede gefallen? Moment, jetzt bin ich verwirrt. Im letzten Teil habe ich übrigens gelogen. Ich werde viel Zeit damit verbringen, euch Banditen abschauen. Roland, bist du das? Ach, der Kammerjäger. Komm rein, schnell. Rolands Echo-Kommunikator ist hin. Wir brauchen deine Hilfe. Okay, wir haben die Quest anscheinend schon erfüllt. Dann teleportiere ich uns jetzt mal weg hier. Oder? Kann ich schon oder willst du noch irgendwie looten oder kämpfen? Sag mir Bescheid, ich warte zu lang. Okay. Wenn du Berserker bist, hast du um dich eine Aura, die alles um dich herum... Aber doch, die habe ich, glaube ich, noch nicht, oder? Die kann man skillen. Oder zumindest stand da nichts im Beschreibungstext. Davon, von der Aura. Die Aura des Bösen! Nenne ich die. Trademark. Good old Sanctuary. Das ist schon schön. So Hub-Welten, in denen man in Ruhe managen kann, verkaufen, kaufen und so weiter, sind schon schön. Hast es nach immer wieder gut. City geschafft, was? Ausgezeichnet. Toll, dass ich ein vertrautes Gesicht sehen werde, wenn ich das Drecksnest in Schutt und Asche lege. Oh, und ich habe mich entschieden, dir mein Geheimnis später zu verraten, wenn du es verdient hast. Ja. Ist der, von dem Commander Roland gesprochen hat, derjenige, der Jack begegnet ist und überlebt hat. Wir brauchen deine Hilfe, aber eins nach dem anderen. Schließ den Energiekern an den Schildgenerator an. Wenn du solche Hubwelten magst, dann geh mal nach Machula und Dranglaik. Aus welchem Spiel sind die? Das ist natürlich bei Fallout 4 sehr cool, wenn man sich da seine Hubwelten selber baut. Das ist natürlich die Krönung, wie bei Minecraft im Grunde, baut man sich auch seine eigene Basis. Ach, Dark Souls 2, ja, genau, finde ich super cool. Fand ich so cool, dass Dark Souls das eingeführt hat. Hat mir echt gefallen. Meine Muckis haben Muckis. Das sollte ein oder zwei Tage halten. Roland sollte uns Infos bringen, wie man Jack aufhält. Da er verschwunden ist, brauchen wir deine Hilfe. Sprich mit Private Chester beim Tor. Er wird dich in die Stadt lassen. Chester, steh gefälligst gerade. Ein Kammerjäger ist unterwegs zu dir. Ein Hyperion Moonshot Blitz. Ohne diesen frischen Kern von dir hätten die Mörser den Schild glatt durchschlagen. Wie tief? Also ich meine, wie weit ist eigentlich diese Basis entfernt, frage ich mich. Ah, vielleicht hört man auch nur das Eintreten der Projektile in die Atmosphäre. Das kann sein. Und du kannst uns helfen. Triff dich mit dem Mechaniker der Stadt. Vielleicht ist das dumm. Das ist dumpfe Ding, das man hört. Nicht der Schuss, Mist. Sondern also nicht das Roland Abfeuern. Braucht deine Hilfe. Das ohne ihn haben die Crimson Raiders keine Chance gegen Jack. Einfach. Finde bitte heraus, wo Roland ist. Es gab's auch in Teil 1. Gab's in Teil 1 eine Hubworld in Dark Souls 1? Wirklich? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Dies ist eine Nachricht für alle verbliebenen Crimson Lands auf Pandora. General Knox ist tot. Das war doch ziemlich linear, oder? Und wie ich die Lands kenne, werden die euch... Sanctuary. Er baut auf den Ruinen des besten interplanetaren Bergbauschiffs der Dahl Corporation.
Kammerjäger, wie schön, dich wiederzusehen. Dank der gründlichen Niederlage, die du Captain Flint beigebracht hast, konnte ich das Southern Shelf verlassen und mich wieder der Arbeit an meinem Almanach widmen. Würdest du mir dabei helfen? Bullymong. Stumpfsinniger Name, nicht wahr? Ich hätte gern einen schöneren Namen, bevor mein Almanach in den Druck geht. Such ein paar Bullymong. Hey, Roland. Hier ist Handsome Jack. Erinnerst du dich? Meine Männer haben eure Banditenersche aus New Haven gekickt und deine kleine Freundin Lilith getötet. Der Bats. Egal. Wie ich höre, bist du und der Rest deiner kleinen Kumpels nach Sanctuary umgezogen. Wollte dir nur gratulieren. Du hast euer Ableben um ein paar Monate hinausgezögert. Ich werde so damit beschäftigt sein, Eridium abzubauen, um diesen Kammerschlüssel aufzuladen, den ich von eurer Freundin Tennis gestohlen habe, dass ihr für eine Weile niedrige Priorität habt. Also, ciao. Mein Gott, so ist er echt voll der Super Saiyajin. Ich glaube, ich habe eine neue Farbe und meiner selbst auferlegten Regel nach muss ich die ausrüsten. Oder, nee, das war für ein Auto, ne? Glaube ich, ja, okay. Na dann. Wurscht.